Einen wundervollen May the 4th an alle Star Wars Fans in meiner Zuschauerschaft. Heute erschien dazu auch die neue Miniserie Tales of the Empire und ich habe sie mir direkt mal angeschaut und euch ein kleines Recap mitgebracht, was meine Meinung zu dieser ist und welche kleinen Easter Eggs und Referenzen ich in den 6 Folgen tatsächlich sehen konnte, beziehungsweise wie das alles zusammenhängt. Mein Name ist Luke, das hier ist Nerd Factory und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Lasst gerne ein Abo da und ein Like, wenn euch solche Videos gefallen und ihr mehr von sowas sehen möchtet. Jetzt aber ganz schnell rein in das neue Video. In der ersten Folge geht es um Morgan Elsbeths Vergangenheit, die wir ja aus Mandalorian und Ahsoka kennen. Ich finde es schon direkt von der ersten Sekunde an sehr, sehr spannend, dass Morgan mit in dieser besonderen Schlacht war. Denn diese kennen wir ursprünglich tatsächlich aus dem Comic Sons of Dathomir oder Son of Dathomir. Und dort ist eben Grievous in seiner absoluten Höchstform nochmal dargestellt, wie wir ja aus den Animationsserien auch ein bisschen mehr kennen als beim Live-Action-Bereich. Hier haben wir ihn in wirklich höchster Form gesehen und auch jetzt macht er ein wirklich beeindruckendes visuelles Statement mit seiner Kampfart und auch diese ganze Art und Weise, wie er hier kämpft. Dass er die ganze Zeit lacht und auch Morgan mockingly die Worte ihrer Mutter Run hinterher ruft, finde ich sehr, sehr cool inszeniert. Generell muss ich sagen, wir sehen in dieser Folge, wie sehr viel mehr überlegen eigentlich die Animationswelt von Star Wars, auf visueller Ebene zumindest, gegenüber der Live-Action-Welt, mit der das Ganze ja eigentlich angefangen hat und auch weitergeführt wird noch, ist. Denn vergleicht man jetzt mal wirklich diesen bestimmten Schlachtlook hier mit so ziemlich allem, was wir Ähnliches auf Disney Plus schon gesehen haben in irgendwelchen Live-Action-Serien, dann ist das hier ein ziemlicher Step-Up, was viel besser aussieht als alles, was in Live-Action bisher war. Selbst die besten Szenen von The Mandalorian, optisch gesehen, sind nicht so eindrucksvoll wie dieser brennende Wald mit Grievous darin. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan von dieser Folge. Ich finde es auch cool, ein bisschen mehr über Dathomir zu lernen. Anscheinend gibt es auch noch mehr Hexen als nur die Night Sisters. Ich weiß nicht, ob das generell bekannt war. Vielleicht habe auch einfach nur ich das übersehen und nie mitbekommen. Aber dass es da noch irgendwelche hellen Berghexen neben den Nachtschwestern gab, das finde ich sehr, sehr cool. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt das aus irgendeinem Beiwerk, was ich nie gelesen habe. Die auch so ein bisschen so wirken übrigens, als ob sie so pazifistische Gegenstücke zu den Night Sisters sind. Yin und Yang mäßig, finde ich einfach sehr nice. Und natürlich Morgan Elsbeths Geschichte, die hier jetzt schon beginnt. Wenn man überlegt, Morgan ist ja eigentlich, wie wir sie kennenlernen, eine Waffenherstellung fürs Imperium gewesen und wurde dann erst später zu einer Night Sister erklärt. Und dass eben ihre komplette Gesellschaft, ihre komplette Welt zerbrochen ist durch Druiden, also Waffen, wie sie später sie dann selbst herstellen wird, die im Endeffekt ja auch für Palpatine und das Imperium gekämpft haben, finde ich schon sehr krass. Also, Elsbeth wusste natürlich nicht, dass Palpatine hinter dieser ganzen Geschichte hier steckte, sonst hätte sie wahrscheinlich niemals mit dem Imperium zusammengearbeitet, denn sie sagt ja auch, sie will Rache. Oder ob sie einfach irgendwann vielleicht den Verstand einfach verloren hat und den Zusammenhang hier verloren hat oder das größere Bild vielleicht sogar gesehen hat. Wir sehen sie ja auch dann später kommunizieren mit den Nachtschwestern aus der anderen Galaxis, also vielleicht sind die Night Sisters so ein bisschen wie in Dune die Bene Gesserit und haben so einen größeren Plan, der viel weiter geht als diese kleinen Dinge wie Kulturen und Planeten. Wer weiß, wir werden sicherlich in der Zukunft von Mandalorian und auch dem Rest des Star Wars-Universums noch mehr von den Nachtschwestern sehen. Also Maron zum Beispiel in den Jedi-Spielen, die zeigt ja diese Art von Bewusstsein nicht. Also muss bei Morgan schon irgendwas Besonderes abgehen. Die Dathomiri-Kultur ist zwar wichtig für auch Maron, aber eben nicht dieses, es ist eigentlich egal, weil die größere Sache ist viel wichtiger. Sie sagt auch ja nur so 3-4 Sätze hier in dieser Folge und ich finde auch, sie macht nicht allzu viel Charakterentwicklung durch, was mit etwas mehr Screentime vielleicht auch deutlich mehr noch die Figur ausgefleischt hätte und ein bisschen besser gewesen wäre, aber ja. Sonst eigentlich eine sehr solide erste Folge von Tales of the Empire, weil der ganze Punkt es ja auch ist, nur so kurze Story-Arcs der Figuren zu beleuchten. Ich persönlich fände es trotzdem besser, wenn es mehr wäre. Auch in der zweiten Folge ist mir ein bisschen mehr von Morgan Elsbeth noch entgegengekommen, wenn auch dennoch nicht so viel. Denn nicht nur ihre Backstory als Nachtschwester von Dathomir wurde uns in der ersten Folge ja schon gezeigt, sondern eben hier jetzt auch ihr Ursprung auf dem Planeten Corvus, wo wir sie dann in Mandalorian kennengelernt haben, da aber noch unverbrannt. Und auch hier jetzt sehen wir wieder, sie hat zwar irgendwie immer noch die Rache im Sinn und sie will ihre Feinde niederstrecken, in ihren Augen sind diese Feinde aber nicht das Imperium, sondern die Separatisten. Und die sind jetzt wiederum zu einem Großteil auch Teil der Rebellion, das heißt irgendwie ergibt es schon Sinn, dass sie auf Seite des Imperiums ist, aber ja, es ist
ist ein bisschen, naja. Von daher, es ergibt schon irgendwie Sinn, dass Elsbeth hier gegen die Rebellion und für das Imperium ist, auch wenn sie sich, wie wir am Ende der Folge ja dann sehen, nicht wirklich für das Imperium selbst interessiert, sondern einfach für ihre eigene Kampagne und eben ihre eigenen Ziele. Und das Imperium ist eher so ein Werkzeug, was dabei hilft. Thrawn zeigt ihr hier jetzt auch erstmals, zumindest in Animation, soweit ich weiß, und Live-Action ist das, glaube ich, auch noch nicht rausgekommen, dass er ein bisschen über das Imperium hinausdenkt. Also, dass er nicht wirklich zu 100% auf der Seite des Imperiums, wie es jetzt ist, steht, sondern ein eigenes Interesse daran hat und die Idee des Imperiums sinnvoller findet als das Imperium selbst. Ich persönlich finde das auch wieder sehr interessant, denn auch wenn wir hier und da natürlich seine Ambitionen schon mal in die Richtung gesehen haben, ich habe das Gefühl, jetzt außerhalb der Bücher haben wir diese Seite von Thrawn noch nicht so wirklich ausformuliert gehabt, was natürlich aber auch wieder eine super Vorbereitung für eben die zweite Staffel von Ahsoka potenziell oder zumindest die Fortsetzung in der Welt von Mandalorian und Co. ist. Und ja, again, nichts anderes sind diese Folgen tatsächlich ja kleine Lore-Add-ons und mehr das Ausfleischen des Universums und Begründen von Charakteren auf ganz kurze Art und Weise. Dennoch finde ich, dass hier auch trotz der Kürze der Folge sehr viele Dinge gezeigt wurden, aber nicht wirklich weiterentwickelt worden. Versteht ihr, was ich meine? Also wir sehen jetzt natürlich die Motivationen der Figuren, was immer eine ganz coole Sache für diese Plotlines ist, aber es fehlt mir persönlich trotzdem ein bisschen an Fleisch quasi. Also auch wenn wir jetzt Morgan Elsbeth ein bisschen besser verstehen und wissen, warum sie überhaupt da ist und Thrawn ein bisschen besser verstehen, mehr zu dem Planeten zum Beispiel, wie Morgan wirklich zum Imperium, den Rebellen, den Nachtschwestern und so weiter jetzt in diesem Moment steht, wäre auch ganz interessant gewesen. Ob sie schon Kontakt mit der anderen Galaxis aufgenommen hat, woher sie darüber weiß, diese ganzen Sachen, das wäre schön gewesen. Der Planet ist zum Beispiel hier zu Beginn noch sehr divers, mit vielen Aliens und verschiedenen Looks und Co. Und das ändert sich dann, nachdem das Imperium hier die Herrschaft an sich gerissen hat. Das finde ich zum Beispiel ein sehr schönes Nebending. Wir sehen ja auch, dass Thrawn am Ende mit einem Teil seiner Flotte jetzt hier anrückt, um Elsbeth vor den anderen Morphs und Grand Morphs und Co. zu beschützen, was auch so ein bisschen dieses Infighting im Imperium schon vor dem Fall des Imperiums darstellt. Und eben hier sehen wir auch schon Captain Pelion, der dann in Mandalorian wieder wichtig wird, und Thrawn auch, dass sie eine eigene Agenda führen und ein bisschen gegen die Generalität des Imperiums sind und sich da ein eigenes Ding aufbauen. Das finde ich wirklich, wirklich interessant. Baut natürlich auch wieder Heir to the Empire auf, was die ganze Storyline hinter Ahsoka, also der Serie, ist. Also, wer weiß, wohin das alles noch führt. Ich finde es ganz nett, dass es hier angerissen wurde, aber ein bisschen mehr wäre cool gewesen. Ich fand die Folge auf jeden Fall an sich trotzdem sehr cool. Es ist natürlich klar, das sollen ja wirklich nur kleine Kurzfilme sein, die nicht so viel Inhalt haben, aber irgendwie, weiß nicht, es ist immer ein weinendes und ein lachendes Auge bei den Sachen, weil einerseits mag ich diese super coolen Optiken und die super cool aufgebauten Storylines und die super interessanten Storylines, aber halt auch ein weinendes Auge dabei, weil ich möchte halt mehr von der Story sehen und ich möchte mehr von dieser Phase von Morgans Leben sehen und das werden wir wahrscheinlich niemals bekommen. In der dritten Folge sehen wir dann einen weiteren Teil von Morgan Elsbeths Leben, das ist aber dann nur ein kleiner Schritt in die Zukunft. Also nicht zu weit danach. Basically sehen wir einfach nur die Vorgeschichte, die paar Tage bevor Mando hier jetzt auf diesem Planeten auftaucht. Was ich persönlich spannend finde, ist natürlich auch wieder, dass es offensichtlich nicht allzu lange her ist, bevor eben der ganze Shit da losgeht mit Ahsoka und dass auch sie jetzt hier eben am Ende der Folge diesen Distress Call direkt bekommt und wahrscheinlich auch direkt dahin düst, um eben den Leuten da zu helfen und mehr oder weniger für die Republik da Sachen zu machen. Insgesamt eine eindrucksvolle Folge, auch optisch wieder, aber auch wieder hier. Es ist nicht sonderlich viel Konversation, nur ganz grundlegende Verknüpfungen zu den bekannten Dingen und den Ereignissen vorher, wie Ahsoka dahin gekommen ist, warum sie da ist, warum Morgan da ist, was Morgan hier überhaupt macht, in welchen Zusammenhang sie mit Thrawn hat und so. Ein bisschen mehr wäre wirklich schön gewesen. Diese ganzen Geschichten finde ich, wie gesagt, sehr schön, aber es ist immer nur so ein kleiner Einblick und das ist irgendwie so, als ob, das ist wie so ein Teaser für was, was dann nie kommt. Das ist irgendwie, ja, schade. Optisch aber mega cool, definitiv über den Live-Action-Sachen, was den ganzen Eindruck angeht, aber nicht inhaltlich. Nicht unbedingt jetzt die krasseste Edition inhaltlich zum Universum, das ist, was ich sagen will. Also, ja, wir haben jetzt nicht sonderlich viel mehr gelernt, wir haben ein bisschen Motivation, wir haben Morgan Elsbeths Backstory in diesen ersten drei Folgen so ein bisschen angerissen zumindest und können jetzt ein bisschen mehr sie sehen als eine der Nachtschwestern und nicht einfach nur jemand, der nach Mandalorian ganz cool wirkte und deswegen zu einer Nachtschwester gemacht wurde, was es bisher war. Eine Folge weiter sind wir dann weg von Morgan und hin zu Barriss Offee. Das letzte Mal haben wir sie in Clone Wars gesehen, als sie sich gegen den Jedi-Orden gestellt hat und ein Attentat auf diese nicht nur geplant, sondern auch durchgeführt hat.
Das Ganze hat sie dann aber auf Ahsoka geschoben und wurde von Anakin Skywalker höchstpersönlich in den Knast gesteckt. Diese Folge jetzt starten wir damit, dass sie die Order 66 spürt und aus ihrem Schläfchen geweckt wird und dann eben zügig auch Teil der Inquisition wird. Denn auf einer Technicality basierend ist sie technisch gesehen kein Jedi mehr und damit auch kein Verräter, da sie ja sich gegen den Jedi-Orden gestellt hat. Und das reicht dem Inquisitorius anscheinend schon aus, um sie einfach komplett zu einer Inquisitorin zu machen. Wir sehen nämlich den Beginn ihrer Ausbildungsphase und da finde ich das zum Beispiel auch sehr interessant, dass wir ja eigentlich verschiedene Ideen und Züge vom Inquisitorius schon gesehen haben. Und Barriss Weg zum Inquisitor zu werden, der ist super harmlos im Vergleich zu allem anderen, was wir vorher gesehen haben. Ich hätte mir da jetzt echt vorgestellt, dass sie irgendwie gefoltert, getwistet wird, irgendwie manipuliert wird, aber tatsächlich ist nicht wirklich viel passiert. Sie hat sich fast schon willentlich einfach in die Hände des Inquisitorius übergeben, ohne irgendwelche Fragen zu stellen. Und wie wir ja in den Jedi-Spielen zum Beispiel auch sehen, gab es auch andere, wie zum Beispiel Seer und ihre Schülerin, die richtig krass gefoltert wurden und dadurch auf die dunkle Seite gebracht wurden und eben dann, gehörige Inquisitoren wurden. Das war bei Barriss überhaupt nicht nötig, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Beziehungsweise, vielleicht wäre es nötig gewesen, aber sie haben es einfach nicht gemacht. Offensichtlich kommen da verschiedene Ausbildungswege zu verschiedenen Zielen, was ich irgendwie, wenn ich so die Geschichte des Inquisitorius betrachte, nicht wirklich erwartet hätte. Vor allem, was ich so aus den Comics weiß. Ich hätte schon eher erwartet, dass Barriss da jetzt deutlich mehr Hardship durchmachen muss und vielleicht sogar ihre Taten als Attentäterin bereut und lieber wieder eine Jedi wäre und das nicht so geil findet, dass sie jetzt an dieser Stelle ist. Aber wir wissen ja nicht, was zwischen den zwei Szenen hier noch passiert ist, also wo sie ausgebildet wird, also zwischen dem ersten Testkampf und dem finalen Kampf gegen ihren alten Freund, aber es wirkt fast schon, als ob nicht wirklich was passiert ist und sie einfach mitgegangen ist, ohne wirklich irgendwelche Fragen zu stellen, aber ihr Charakter sich auch nicht wirklich verändert hat in der Zeit, sie hat nichts durchgemacht. Und am Ende haben wir dann auch noch ein paar kleine Cameos. Wir haben den einen Inquisitor aus Tales of the Jedi mit der Rabenmaske und natürlich unseren Lieblingsritter Marok, der hier wieder sehr schön dargestellt wurde, aber auch wieder nur eine wortlose Nebenrolle ist. Darth Vader ist am Ende der Folge natürlich wieder am Start und wie immer sehr, sehr impressive. Die metallischen Schritte in den Raum reinkommen, das Atmen. Vader hat halt einfach so eine gewaltigere Präsenz jedes Mal in diesem Universum. Egal wie lange oder kurz er auftaucht, die einfach sehr impressive ist. Und natürlich sind sie auf der Base, die wir auch aus Obi-Wan und Co. kennen und den Spielen. Aber auch hier wieder irgendwie habe ich das Gefühl, das wäre geil, mehr davon zu sehen. Also so 25 bis 30 Minuten und wirklich die Ausbildung von Barriss irgendwie zu verfolgen und den Struggle zu verfolgen, wie sie langsam aber sicher zu einer Inquisitorin gemacht wird und nicht einfach plötzlich ist. Das hätte mir da ein bisschen besser gefallen, ehrlich gesagt. Weil jetzt wirkt es so ein bisschen so, als ob sie einfach einen Crashkurs gemacht hat und die Leute gesagt haben, ja, zieh dich mal schwarz an und dann schicken wir dich einfach auf eine Mission. Sehr schön fand ich allerdings die Spiegelszene zur Vision von Kanan aus Rebels, wo der gegen den Geist vom Inquisitor mehr oder weniger kämpft in dem Jedi-Tempel. Das fand ich sehr nett. Ich hatte mir aber tatsächlich von dieser Storyline noch ein bisschen mehr gewünscht, dass es sich anfühlt, als ob Barriss wirklich Hürden hätte, hier zum Inquisitor gemacht zu werden. Weil das ist das erste Mal, dass wir wirklich eine Inquisitor-Ausbildung richtig verfolgen hätten können, aber wir haben es nicht wirklich. In der nächsten Folge namens Realization sehen wir die Realisation von Barriss, dass sie auf der falschen Seite ist. Schon direkt in ihrer gefühlt ersten Mission. Und ja, wie gesagt, erneut ist irgendwie ein bisschen komisch dargestellt. Wie eben gerade schon gesagt, in der anderen Folge hat sie einfach so mitgemacht, ohne wirklich darüber nachzudenken, was hier passiert und mit wem sie hier mitgeht, nachdem die Jedi alle ausgelöscht wurden und alle abgeschlachtet wurden, was sie ja weiß. Und sogar ihre Freunde, die gegen Jedi waren, die wurden auch umgebracht, von ihr und dem Inquisitorius. Aber das wirkt nicht wirklich wie eine Hürde für sie. Ich meine, sie muss ja auch irgendwie wissen, dass die Jünglinge und alle auch ermordet wurden. Sie hat das ja auch alles gespürt. Sie hat auch gesehen, wie die Leute, mit denen sie trainiert hat, umgebracht wurden. Wie gesagt, auch von ihr mit. Und es ist irgendwie weird, dass sie immer noch so viel Gutes in sich hat und das auch gar nicht hinterfragt wird vom Rest der Inquisitoren. Und das meine ich nicht im Sinne von dem, was wir gesehen haben, sondern eben von dem, was wir nicht gesehen haben. Barriss hat halt überhaupt keinen Grund, düster und bösartig wie ihre Kollegen zu sein, weil sie einfach nichts erlebt hat, was das wirklich rechtfertigt. Sie ist einfach da und macht halt mit. Und irgendwie ergibt das für mich nach dem, was wir vorher wüssten vom Inquisitorius, keinen Sinn, dass sie einfach mit auf die Mission geschickt wurde, obwohl sie gar nicht unterwürfig den Inquisitoren ist. Und nur weil jetzt halt ihre Partnerin Linda alle abgemurkst hat und dann jemand, den sie gar nicht kannte, fast gestorben ist, ist sie dann plötzlich wieder eine Jedi und sagt es sogar. Ich finde die Story nicht so stark, muss ich ehrlich sagen. Mir fehlt da ein bisschen der ganze Aufbau, warum das jetzt für Barriss der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen brachte. Und warum sie überhaupt diese Ideale haben kann, nachdem
sie zum Inquisitor ausgebildet wurde, nachdem eigentlich das alles aus ihr rausgepeitscht werden hätte müssen, aber nicht wurde. Sie hat selber auch schon damit begonnen, quasi Leute zu töten, bevor das Ganze überhaupt ein Ding war, ja. Sie hat den Idealen der Jedi schon den Rücken gekehrt, als der Jedi-Orden noch existierte. Und sie hat auch vom Inquisitor, vom Grand Inquisitor ja eigentlich beigebracht bekommen, Leute anzugreifen und zu töten. Wenn sie die gleiche Ausbildung bekommen haben soll wie die anderen Inquisitoren, wie Lynn und Co., verstehe ich nicht wirklich, wieso es für sie jetzt hier so leicht war. Sie wirkte nie böse, sie wirkte immer wie die Gute. Also, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich mag Barriss Offee wirklich sehr gerne. Und genau deshalb finde ich das irgendwie sehr schade, dass es so oberflächlich gemacht wurde. Also, da die Geschichte von zum Beispiel der Second Sister in Jedi Fallen Order, die war schon deutlich ausgefleischte, obwohl sie auch nicht so viel mehr Screentime hatte als Barriss hier oder sogar viel weniger. Die ganze Inquisitor-Storyline von Barriss finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Es hätte so viel mehr sein können und es hätte uns so viel mehr zeigen können, was die Inquisitoren sind und wie sie dazu gemacht werden. Die finale Folge von Tales of the Empire, die zeigt uns dann nicht nur, wie Barriss Offee Jahre später aussieht, sondern auch, wie sie ein Teil des Pfades, den wir in Obi-Wan in der Serie gesehen haben, wird und eben machtsensitive Leute, vor allem Kinder, in die richtige Richtung weist, wo sie sicher sind. Bevor sie dann von ihrer alten Freundin Lynn, einer ehemaligen Jedi, ebenfalls aufgesucht wird, die wir auch aus Obi-Wan der Serie als Inquisitorin kennen, das hier ist offensichtlich lange, lange nach den Ereignissen der zweiten Folge und ich weiß nicht und ich, keine Ahnung, ich verstehe auch nicht nach dieser Episode so ganz, wie die Geschichte von Barry Office als Inquisitorin hier jetzt wirklich reinpasst. Das ist natürlich eine schöne Verbindung, dass sie und Lynn diese Connection haben, damit jetzt am Ende Lynn quasi dann herausfindet. A Way Out heißt die Folge ja auch, dass sie dem Inquisitorius auch den Rücken kehrt und vielleicht sehen wir sie ja sogar in Zukunft nochmal irgendwo in einer kommenden Serie als eben Jedi, die wieder gut machen will, was sie getan hat. Aber genau das sollte Barriss sein. Sie sollte die sein, die eben das wieder gut machen will. Barriss Offees Storyline ist irgendwie total halbgar. Dafür, dass die Optik und generelle Visualisierung dieser Folge wirklich super gut geworden ist. Und ich finde auch die Szenen in den Eistunneln und den Kampf zwischen ihr und Lynn wirklich stark. Aber dafür ist halt die Plotline super wackelig. Wie gesagt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Nummerierung der Inquisitoren auch ungefähr der Anheuerung dieser folgt, dann müssten wir uns ja fragen, warum haben sie die Second Sister gefoltert und mental gebrochen, um zur dunklen Seite zu führen, aber Barriss Offee haben sie einfach, ja, mitgenommen. Einfach gesagt, ach komm, zieh dich schwarz an, setz den Helm auf, komm mal mit. Sie hätten ja eigentlich spüren müssen, dass Barriss immer noch zu sehr auf der Heldenseite offensichtlich ist, um hier auf Mission zu gehen zusammen. Und sie ist scheinbar auf ihrer ersten Mission direkt wieder zum Jedi geworden, als hätte sie nie den Orden attackiert und Bomben gelegt und gegen Anakin gekämpft und Co. Also, ja, und danach ist sie plötzlich jahrzehntelang eine Jedi-Heilerin und ist auf dem Pfad und hilft den Leuten zu fliehen. Den letzten Part finde ich auch gut, aber irgendwie dieses Zwischending, warum sie überhaupt Inquisitorin wurde und dann eben auf der ersten Mission komplett schockiert von tatsächlich nur noch 15 Inquisitoren verhalten ist, also was ja literally ihre Mission war, das finde ich ist zu schwach erklärt. Lynn zum Beispiel hat Probleme rauszukommen und das sehen wir. Wir sehen ihren Struggle in dieser Sekunde und sie muss halt richtig stark motiviert werden. Bei Barriss fühlt sich diese Motivation irgendwie, also jetzt nicht unbegründet an, aber es ist wie so ein Schalter, der einfach umgelegt wird. Sie sieht halt das Verbrechen von Lynn, klar, und irgendwie gibt es schon Sinn aus der Sicht einer Jedi, aber wir sollten ja eben glauben, dass sie wie alle anderen Inquisitoren jetzt keine Jedi mehr ist und diese Ideale nicht mehr hat und sie vielleicht wiederentdeckt, aber es wirkt so, als hätte sie nie verloren. Ich glaube, am Ende liegt das sicher an der Kürze der Folge. Ich fand den zweiten Story-Arc, wenn er optisch wieder, genau wie der erste, sehr, sehr cool war. Und er hatte auch natürlich seine Höhepunkte, aber ich fand den irgendwie nicht so geil. Zum Beispiel auch wieder der Kampf zwischen Lynn und Barriss, wo sie ausweicht, als Parallele zu dem Kampf, wie sie vom Grand Inquisitor trainiert wurde als Referenz, fand ich sehr cool. Auch um zu zeigen, wie sie gewachsen ist seit damals. Richtiges Jedi-Meisterverhalten. Aber again, der Weg dahin, der fehlt mir irgendwie. Und das ist in meinen Augen wirklich ein bisschen schade, weil die Story von Barriss Offee, auch wenn sie jetzt nicht zu 100% unbedingt zu Ende sein muss, ne, man kann ja auch erstochen werden und weiterleben, das haben wir gelernt, die hätte viel besser inszeniert werden können. Mir fehlt hier jetzt echt noch ein bisschen was und ich glaube, mit etwas mehr Screentime wäre das recht gut machbar gewesen. 2-3 Szenen mehr zeigt mir Barriss kompletten Fall zur dunklen Seite, wie sie selbst wirklich schlimme Dinge tut und dann, wie sie vielleicht sich an Ahsoka erinnert oder Luminara und deshalb wieder zum Licht zurückfindet. Das wäre irgendwie besser und dann könnte sie eben als Heilerin und Frau auf dem Pfad quasi ihre Sünden wieder gut machen.
Insgesamt finde ich aber trotzdem, Tales of the Empire ist ein sehr cooles Konzept, wie auch schon Tales of the Jedi. Eine sehr coole Serie, die vielleicht einfach gerade in der zweiten Hälfte sich die falsche Storyline ausgesucht hat. Ich glaube, eine Perspektive zum Beispiel von Klontruppen als Soldaten, wie in Bad Batch, nur eben eine andere Perspektive, also nicht von außerhalb, sondern von innerhalb, Wolf, Cody und so weiter und so fort, das wäre spannender gewesen. Vielleicht sogar der Aufstieg von Admiral Thrawn oder Tarkin. Aber insgesamt schon allein optisch wirklich eine Mega-Serie, das dahingehend. Und ich finde die erste Hälfte deutlich stärker als die zweite, aber insgesamt ist sie eigentlich trotzdem ganz gut. Also das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, es ist auch schnell weggeschaut, die Folgen sind ja nicht so lang. Es ist insgesamt eine Spielfilmlänge ungefähr 90 Minuten Star Wars-Content und dafür war es schon cool, das heute Morgen einfach zu gucken. Ich fand es insgesamt ziemlich cool. Wie gesagt, zweite Hälfte ein bisschen schwächer, meiner Meinung nach. Es ist trotzdem interessant, auch cool, die ganzen verschiedenen Inquisitoren und Barriss und so wieder zu sehen. Das macht schon Spaß. Was ist denn eure Meinung zu den Folgen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder und bis dahin, in die Hauen.